Applaus danke, wenn die Jungs hier auf die Bühne kommen können. Wir heißen herzlich willkommen. Die neue Mannschaft für die Saison 2023-2024. Wie bei den Heimspielen. Ich sag den Vornamen und wehe, bei den Neuzugängen sitzen die Nachnamen nicht, Freunde. Dann gehen die alle wieder nach Hause. Okay? Also, wir beginnen mit unserem Cheftrainer. Und er heißt Alois! Wenn man das sieht, dann freut man sich auf das erste Saisonspiel, oder? Ja, wenn man das sieht, dann freut man sich. Wir, die Jungs haben schon eine Woche sehr, sehr gut gearbeitet. Und wenn ich das wieder sehe, da freut man sich drauf, wieder das erste Saisonspiel dann zu Hause gegen Nürnberg mit der Unterstützung zu gestalten. Nächste Woche geht es ins Trainingslager. Da geht dann, wird nochmal richtig rangeklotzt. Aber in 4 Wochen ist schon soweit. Also ist doch eine relativ kurze Vorbereitung, ne? Ja, insgesamt sind es 5 Wochen. Ich denke, das reicht. Die Jungs haben sehr, sehr gute Hausaufgaben gemacht und gut gearbeitet. Und ich denke, wir sind gleich gut vorbereitet. Dann wünschen wir viel Spaß im Trainingslager. Alois Schwarz! Seine Co-Trainer sind Dimitrios Mutas, Nikolas Maletzki und Uwe Ehlers. Wir begrüßen unseren Torwarttrainer, das ist Dirk Arneshausen. Neues Gesicht, wir haben einen neuen Athletiktrainer. Er bringt ein bisschen österreichischen Schnee nach Rostock. Herzlich willkommen und das ist David Leschner. Und natürlich dürfen wir das Team hinter dem Team nicht vergessen. Unsere Physiotherapeuten heute, das sind Frank Schaller und Marcel Möller und unser Kult-Zeugwart Andi Thien. Und willkommen zu unserer Mannschaft. Im Tor. Mit der Nummer 1. Unser Kapitän. Und das ist Markus. Die Nummer 4. Und das ist Damian. Die Nummer 5 ist neu. Aber auch nicht so richtig neu. Herzlich willkommen zurück in Rostock, das ist Oliver! Die Nummer 6, Dennis! Die Nummer 7, und das ist Nico! Die Nummer 8 trägt Simon! Wir müssen uns nur an eine neue Rückennummer gewöhnen, nicht an einen neuen Spieler. Er ist von der 19 auf die 9 gerutscht, präsentiert uns das neue Heimtrikot und das ist Kai! Ja, pünktlich, wenn wir beide sprechen, fängt es an zu regnen. Ja, ist kein Zeichen ordentlich.
Kai, die 9 ist frei geworden und du hast zugeschnappt. Genau, ich wollte schon immer die 9 haben, wenn ich Granta spielen konnte. Und ich freue mich jetzt, die 9 zu haben. Und das Ganze in dem neuen Trikot, wie gefällt's dir? Das Weiße gefällt mir besser, muss ich ehrlich sagen. Das heißt also, wir werden viele Auswärtssiege einfahren. Sehr gut. Aber auch in der Blanc Tour werden wir alles geben im Stadion. Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Kein Problem auf der Neuen. Auch die 10 hat einen neuen Träger gefunden. Der junge Mann kommt aus Schweden, hat früher die 15 geteilt. Das ist Nils. Die Nummer 11 ist dann ein wirklich echter Neuzugang aus der Regionalliga von Wuppertal SV, ist er zu uns gekommen und das ist Sammy Bühler. Die 13 hat kurz vor Ende der Saison den Vertrag um 3 Jahre verlängert. Herzlich willkommen, Kevin. Die Nummer 14, nochmal Schwedenpower, das ist Svante. Auch die Nummer 16 hat eine neue Rücknummer von der 22 auf die 16 gewechselt. Und das ist Lukas! Und bei der 17 verhält es sich ganz genau so, von der 11 hoch auf die 17 gerutscht, weil sie frei geworden ist. Und wir begrüßen ganz herzlich Morris! Bei der 18 bleibt alles, wie es ist. Wir hoffen auf viele Tore im Asti, Stadion auswärts. Und das ist John! Ein herzliches Willkommen unserer neuen Nummer 19. Und das ist Sebastian! Okay, dann lass ich ja das Ende nochmal. Also, Auftrag für dich, Sebastian. Erstes Spiel, Tor schießen, dann kriegen wir das im Asti, Stadion noch hin. Ne? Die Nummer 20, auch er hat den Vertrag gerade erst verlängert, unser Junge aus Schwerin, Lukas! Ja. Die 21, ein Neuzugang aus der dritten Liga von Waldhof Mannheim, ist er zu uns gekommen. Herzlich willkommen, Alexander! Die 23, Nils! Nils Kammer, jawohl, dankeschön. Die 24, auch da bleibt alles vom Alten, das ist John Patrick. Und auch bei der 25 wird sich nichts ändern. Und das ist Thomas. Ja, wobei, es hat sich ein bisschen was geändert, die Haarfarbe. Steht hier unheimlich gut, steht hier unheimlich gut. Jetzt kommen wir zu 2 Neuzugängen mit auch neuer Nummer. Ein herzliches Willkommen in Rostock, unsere Nummer 26 und das ist Yannick. Und unser frischester Neuzugang, die Nummer 7, und auch er präsentiert das neue Trikot, und zwar das Auswärtstrikot. Unsere neue 27, und das ist Christian! Christian, du kommst vom SV Sandhausen. Wir wollen Ihnen nicht zu nahe treten, aber da haben wir wahrscheinlich bei allen Heimspielen zusammen so viele Leute wie heute beim Fan- und Familientag. Freust du dich auf die neue Saison? Ja, ich freue mich riesig auf die Fans, aufs Stadion und auf die Stimmung. Und das neue Trikot, das weiße, steht ja super, oder? Ja, es steht mir gut, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also, hoffen wir auf die 27 im großen Verkaufsschlager. Christian Kisani, herzlich willkommen, Rostock. Die 29 hat auch eine neue Nummer bekommen, da gab es einen kleinen Tausch. Und das ist aus unserem Nachwuchs, Felix. Unsere Nummer 30 ist Max Hagemoser, der ist heute mit der U23 unterwegs. Die spielen heute ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Regionalliga-Saison in Havelse und ist deswegen mit dabei. Aber einen großen Applaus für Max Hagemoser, den schicken wir raus. Und jetzt gibt es den Nummerntausch sozusagen mit Felix Ruschke, 29 und 31. Die 31 und das ist Sebastian! Yeah. Und weiter geht es mit der 33. Wir haben ihn aus Erfurt verpflichtet. Und das ist, und da üben wir das. Ich glaube, du willst nur ein Chor, hä? Das reicht, ja? Ein Chor. Also, Patrick! Und wir kommen zu unseren Youngstern. Die
35, eine tolle Saison als Kapitän der U19 gespielt, hat sich den Profivertrag verdient. Und das ist Joscha! Krüger, ja, da üben wir noch mal ein bisschen. Dann die 36, das ist Miloš Brozovský. Miloš ist mit der U19-Nationalmannschaft von Polen bei der Europameisterschaft auf Malta. Die beginnt morgen, da drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass er da möglichst weit kommt. Und auch da schicken wir einen Applaus zu Miloš Brozovský. Die 37, der hat schon in der Rückrunde mitspielen dürfen und hat ein paar Zweitliga-Minuten sammeln können. Und das ist Luis Kastner. Und unsere 38, auch er ist aus der U19 hochgekommen, hat eine tolle Saison als Torhüter gespielt, hat sogar bei den Profis schon einmal auf der Bank sitzen dürfen, in der U23 gespielt. Herzlich willkommen, Elias! Und last but not least, unsere Nummer 39. Er wird bei den Profis dabei sein, er wird die U19 sein, das ist Mr. Rostock, und das ist Pascal! So, schau mal den Himmel. Das hat gut funktioniert, dass wir den Riemen hier abbekommen und nicht beim Autogramm schreiben. Jungs, wir wünschen euch alles Gute für die Vorbereitung. Wir wünschen euch uns allen eine geile Saison, dass wir richtig geile Spiele hier im Ostseestadion sehen und auch aus.